Hallo und willkommen zurück bei I, The Somnium Files. Heute mal zur Abwechslung mit leicht belegter Stimme, aber das soll uns nicht davon abhalten. Aber ich finde das immer gut, dass man nochmal hier informiert wird, was man alles in den letzten Folgen erlebt hat. Also mit welchen Leuten man gesprochen hat. Ja, jetzt hat sich ja letzte Folge direkt Aced hier mal zugesetzt. Und ich denke, mit der sprechen wir jetzt auch mal zuerst. Ja, wir fangen mal harmlos an. Ich möchte kurz mal eine Sache bestätigen. Du bist Aced, oder? Hey, lass uns ein Spiel spielen. Schatten. Bedrohung. Silhouette. Aced. Furcht. Aufregung, Reue, Aced. Wasser. Feucht, Schweiß, Aced. Ja, Aced, worauf du wetten kannst. Sag mal, ging es darum jetzt immer, sie hat einen Begriff genannt. Und, ach so. Ja, genau, sie hat den Begriff genannt, Schatten. Und dann hat Ota seine Assoziationen dazu gesagt. Und aus diesen drei Begriffen, die sie genannt hat, da gehörte auch immer die Assoziation Aced zu. Also hatte, war die Gemeinsamkeit von den Assoziationen Aced und deshalb war die richtige Antwort Aced. Ich glaube so, ja, also mit mir könnte man dieses Spiel nicht spielen. Ich würde es überhaupt nicht raffen. Aber gut. Ota ist das ja schon gewohnt, denke ich mal. Date, koko wa jiba ga midarete iru. Soukyū ni taisan subeki da. Vermutlich lösen die magnetischen Ströme in der Atmosphäre seltsames Verhalten aus. Wir sollten sofort fortgehen. Ich finde es aber lustig. Genau, wie alt bist du? Ich bin dieses Jahr 18 geworden. Also bist du in der Highschool, in der oberen Klasse? Genau. Date, ich empfehle dir, dass du deine Hände bei dir selbst behältst. Mach dir keine Sorgen. Ich fange da nichts an. Ich meinte mit Ota. Was? Du wolltest mit mir irgendwas anfangen? Wie ist deine Beziehung zu Ota? Beziehung? Ja, wir sind wie eine Göttin und ein beschworenes Etwas. Ihr Thrall? Aseton-chan ga pinchi ni natta ra, itsu demo doko demo kaketsukete, kanarazu mamotte agerun da. Naja, wenn Tesa mal in Schwierigkeiten gerät, komme ich herbei und beschütze sie. Ja, genau wie du es geschafft hast, auch Mizuki zu beschützen. Du klingst mir mehr wie ein Superheld als ein Thrall. Ota verteidigt mich immer, wenn ich Online-Hate abbekomme. Ach, hör auf, du, da werde ich ja ganz rot. Boah, dieser Typ. Nee, Sockpuppeting, da sprechen wir Aether nicht drauf an. Da sprechen wir Aced nicht drauf an. Bist du mit Mizuki befreundet? Ja, das bin ich.
Diese Agentur gehört ja Herrn Okiura und Mizuki ist seine Tochter und deshalb verbringen wir manchmal Zeit miteinander. Ach, wurdet ihr so zu Freundin? Naja, steckt noch mehr dahinter, aber grundsätzlich schon. Mizuki und ich leben unter demselben Dach. Aber sie erzählt mir nichts von ihrem persönlichen Leben. Sie erzählt mir grundsätzlich nicht viel, wo ich mal drüber nachdenke. Ich bin da völlig im Dunkeln. Also kommt Mizuki ab und zu mal hierher, um hier herumzuhängen. Ota, erzähl mir doch mal was über Aced. Oh, Tessa, du siehst immer so süß aus. So süß. Ich kann es kaum noch aushalten. Ja, reicht jetzt auch, Ota. Findest du das nicht auch, Date? Du bist irgendwie gruselig vertraut mit ihr. Ich kann nicht anders. Ihre liebevolle Aura hängt halt in der Luft. Wenn ich bei ihr bin, dann... Dann wird mein Kopf ganz leicht, ich entspanne mich und kümmere mich nicht um die Kleinigkeiten des Lebens, weißt du? Okay, nochmal bezüglich Shoko Narami. Ich nahm Shokos Foto aus meiner Tasche und zeigte es Ota. Du weißt, wer das ist, oder? Ja, das ist die Frau, die ich im Blumenpark gesehen habe. Ihr Name ist Shoko Narami. Du kennst sie sogar und bist jetzt aber gar nicht mehr schockiert, dass du gestern ihre Leiche gefunden hast? Also, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Aha, er kennt sie also nicht persönlich. Warte. Weißt du denn nicht, wer Shokos Tochter ist? Ach, die hat eine Tochter? Das wusste ich auch nicht. Es ist ihnen wohl gar nicht bewusst, dass Shoko Mizukis Mutter ist. Ja, vielleicht weil ihr Nachname anders ist. Narami und Okiura. Ah, das gefällt mir schon mal sehr gut. Also erstmal macht mir das ein bisschen Angst, weil das Spiel erklärt mir gerade nochmal ganz deutlich, also so dass auch ich es verstehe, Verwandtschaftsverhältnisse und Details und so, die wahrscheinlich noch sehr wichtig sind. Das bedeutet aber auch, dass das Spiel noch sehr, sehr komplex sein wird und dass man da leicht den Überblick verlieren kann. Da bin ich mal gespannt, wie die ganzen Beziehungen sind. Aber am Ende wird alles aufgeklärt, da bin ich mir sicher. Und es war noch nicht in den Nachrichten, dass Shoko die Ex-Frau von Renju ist. Hast du eigentlich mit Aced über letzte Nacht gesprochen? Ah,
Ich habe davon gehört, was passiert ist. Dass Ota eine Leiche gefunden hat im Blumenpark. Er hat's mir erzählt. Tesa! Ja, und warum bist du dann nicht zur Polizei gegangen? Eine solch schockierende Story weckt sicherlich das Interesse dieser jungen Dame. Vermutlich wollte Ota ihre Aufmerksamkeit. Er hat ihr von einer Leiche erzählt, die er gefunden hat, um damit ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Genauer gesagt hatte ich schon zuvor davon gehört, bevor Ota mir das erzählt hat. Aha, und wie? Naja, das sieht man doch überall im Internet. Als ich Ota heute Morgen gesehen habe, habe ich ihn deswegen befragt. Und er hat mir gesagt, dass er den Körper gesehen hat. Ota sieht Aced an. Also ansehen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Mehr so ein Starren. Oder ein verzauberter Blick. Verzückter Blick, nicht verzaubert natürlich. Ich fürchte, ich muss mit Aced jetzt doch über... die multiplen Accounts von Ota reden. Ah, so da. Ich muss dir mal was erzählen. Es geht um diese Twitter-Posts. Sieht so aus, als wirst du jetzt mein Thrall. Oder nicht, Ota? Okay, wir haben es nur gedroht, es zu erzählen. Das finde ich in Ordnung. Aber das jetzt Aced zu erzählen, hätte, glaube ich, viel kaputt gemacht. Wir brauchen wahrscheinlich Otas Zusammenarbeit noch. Ja, alles gut. Ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich. Sein hat sich irgendwas verändert, aber nö, hier sind keine zusätzlichen Leute. Date, ich habe ermittelt, dass diese beiden keine weiteren Informationen für uns haben. Unser Ziel ist, den Mörder von Shoko Nadami zu finden. Machen wir weiter. Alles klar, dann gehen wir mal wieder zurück zum Tatort. Ja, ich sehe euch dann später. Wo gehst du denn hin? Zurück zum Fundort der Leiche. Oh, dann komm ich mit. Du machst was? Bitte, ich will mit. Warum? Naja, weil ich mehr darüber wissen will, was passiert ist. Es gibt eigentlich überhaupt gar keinen logischen Grund, dass Aced mitgenommen wird. Weil sie ja gar keinen direkten Bezug dazu hatte. Wenn wir jetzt Ota mitnehmen würden, hätte es noch einen Hauch Sinn. Weil der ja schon mal vor Ort war und wir deshalb vielleicht noch mehr Informationen kriegen. Aber Aced hat mit dem ganzen Fall ja eigentlich gar nichts zu tun. Hast du schon Verdächtige? Bestimmt so einen durchgeknallten Mörder, oder?
Das hat mir Ota jedenfalls erzählt. Die Leiche war ja festgebunden an diesem Kinderkarussell. Und das war bestimmt eine versteckte Botschaft. Ota, mach mal ein Video. Los, mach! Du kannst mich nicht verlassen. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Was machst du da? Das ist, glaube ich, was ganz Hinterhältiges. Hast du es aufgenommen? Ja. Oh, das will sie wahrscheinlich für Erpressungsversuche benutzen oder was weiß ich. Ja, wie hinterhältig sie schon grinst. Und was machst du jetzt? Date, du bist doch ein Mitglied der Polizei, oder? Also ein Beamter. Da frage ich mich, was wohl passieren würde, wenn dieses kleine Video viral gehen würde. Das würdest du nicht tun. Ach, und nur, dass du es weißt, mein Handy wegzunehmen hilft dabei nicht. Es ist bereits in der Cloud gespeichert. Du kleine... Du willst sie doch nicht etwa Hexe nennen, oder, Date? Warum machst du das? Die Frage kann ich mir schon so beantworten, damit sie ihre Ziele durchsetzen kann. Sie hat halt ihre Interessen und mit aller Macht verfolgt sie sie. Sie manipuliert Leute, den armen Ota hier zum Beispiel. Ich hab's dir doch gesagt. Ich möchte zum Tatort mitgenommen werden. Wenn du das tust, dann verspreche ich, das Video zu löschen. Ja, das glaube ich überhaupt nicht. Sie wird das Video wahrscheinlich niemals löschen. Oder wenn, dann nur, wenn sie absolut keine Verwendung mehr für Data hat. Date, mir ist da ein Gedanke gekommen. Sie ist wirklich eine Verführerin und Manipulatorin. Stimmt irgendwas nicht, Ota? Nein, überhaupt nicht. Ich stelle mir nur gerade vor, wie dein Körper mit Betonschuhen so langsam in der Tokio-Bucht versinkt. Hey, ich bin schon an Sinking gewohnt. Das gehört zu meinem Job. Also damit meint er, glaube ich, das Eintauchen in den Geist anderer Menschen. Ja. Ich meine, das war das Sinking. Okay. Dann machen wir uns hier mal auf den Weg und gehen zum Blumenpark. Warum bist du eigentlich idle geworden? Ja, vermutlich, weil... ich immer berühmt werden wollte, weißt du?
いっぱい出て、日本中の人たちに私の顔を知ってもらいたかったんです。Ich wollte im Fernsehen auftauchen. Ich wollte einen Namen haben, den man kennt. アイドルの答えとしては0点だな。Ja, aber so weit bist du noch nicht. いいんですよ。ネットアイドルは素の自分を出した方が受けるので。Das ist schon okay. Internetstars tun besser daran, wenn sie sich nicht ausverkaufen. Netto-Idol? Internetstars? Are? Ota から聞いてないですか? Oh, hat Ota dir das nicht erzählt? 私、基本的にはネットを中心に活動してるアイドルなんですよ。 Ich bin sehr berühmt im Internet. 歌ってみたとか、踊ってみたとか、ゲーム実況とか、そんな感じのやつを配信してて。Ich singe, tanze, spiele Videospiele. All das stream ich. Date-san wa Ikuraman Futoshi tte shitte masu ka? Hast du schon mal von Shoal Forge gehört? Mappu nai ni blocku wo haichi, samazamana buttai wo kouchiku shite tanoshimu Sandbox game no meisaku no koto da. Shoal Forge, oder wie wir es kennen, Minecraft, ist ein Spiel, in dem man Blöcke manipuliert, also Blöcke verändert auf einer Landschaft, um damit Strukturen zu bauen. Ich habe mich in letzter Zeit sehr stark auf das Spiel konzentriert. Ja, und was ist mit dieser TV-Geschichte? Ich bin noch nicht so beliebt. Ich... Im Fernsehen könnte ich höchstens als Background-Sänger oder so auftreten. Ich bekomme auch nicht viele Aufträge, Auftritte. Ja genau, wie ist deine Arbeit bei Lemniscate eigentlich angefangen? Naja, zuerst habe ich immer nur von zu Hause gestreamt. Also ich will jetzt auch nicht zu überheblich werden, aber dann bekam ich halt sehr, sehr viele Zuschauer. Und da haben sich dann Agenturen bei mir gemeldet. Und eine davon war Lemniscate? Naja, nicht genau. Meine Mutter ist eigentlich eine alte Freundin vom Präsidenten von der Agentur. Okiura-do? Deine Mutter ist eine Freundin von Renju? Hi. Oh, das sind noch ganz wilde Verstrickungen, die sich da andeuten. Was weiß ich, wer da noch mit wem alles verwandt ist. Und deshalb habe ich ihn eines Tages um Rat gefragt. Denn weißt du, man muss ja vorsichtig sein. いかがわしいところとかいっぱいあったりするじゃないですか。Denn selbst ein Ort, der ganz ordentlich aussieht, mit einem Büro und so, der kann doch, ja, ein bisschen dubios sein. 私も母もそういうの全然わからなかったから。Und meine Mutter und ich wussten ja gar nichts über diese Industrie. そしたら沖浦さんが。Jedenfalls eines Tages kam, hat Herr Okiura dann gesagt, dass ich ihn mal in seinem Büro besuchen soll. Und er hat mich abgeholt. Gut, dann sprechen wir nochmal über Ota. Ob sie ihn nur ausbeutet. Warum fragst du? アイドルとファンの関係にしちゃやけに慣れ慣れしすぎると思ってな。Ihr beide steht euch sehr nah. Also, wenn man. Also, für einen Idol und einen Fan. Ota は特別なんですよ。Ja, Ota ist was Besonderes. さっきも言いましたけど、
私にとってのヒーローみたいなものですから。Er ist wirklich wie ein Held für mich. Und wie Ota da im Hintergrund so guckt, als ob er das jetzt alles mit anhören würde. Hero. Ein Held, mhm. Was Mizuki betrifft. Wir sind gute Freunde. Wir gehen ins Kino und machen Karaoke und gehen zusammen einkaufen. Sie kann unheimlich gut zuhören, wenn ich über meine Probleme erzähle und rummeckere. Ich bin so viel älter als sie, aber es fühlt sich gar nicht so an. Date, solltest du nicht besser die Augen auf die Strecke richten? Mach dir keine Sorgen, ich bin Profi. Hast du eigentlich Fragen an mich? Fragen. Wie ist es so, Detektiv zu sein? Also, ich weiß nicht viel darüber, Ich bin nämlich gar kein Detektiv. Aber du bist doch Polizist, oder? Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht im Verbrechensdezernat. In welchem Dezernat bist du dann? Ja, in welchem genau? Du willst es mir nicht verraten? Auch bitte. Hey, was machst du da? Ich denke nur gerade drüber nach, dieses Video zu posten. Warte. Lass mal stecken. Ja, dann erzähl es mir. Wollen wir sie nicht in der Tokyota-Bucht versenken? Also wegen des Videos. Weißt du, jetzt wo ich drüber nachdenke, würdest du nicht auch selbst Probleme bei diesem Video bekommen? Was? Ja, das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, weil... also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber... gerade zum Beispiel bei koreanischen Idols ist es halt so, die haben in ihren Verträgen drin stehen, dass sie keine Beziehung führen dürfen. Die dürfen also keinen Freund haben. Zum Beispiel. Ja, dieses Video. Du bist doch ein Idol und da hast du einen Status, den du aufrechterhalten musst. Ich glaube, wenn dieses Video viral ginge, dann wärst du auch in Schwierigkeiten. Ach, das macht nichts. Tatsächlich. Denn eines Tages, also schon ziemlich bald, werde ich sterben. Selbst Aiba fehlen da die Worte. Ich kann nämlich in die Zukunft gucken. Ich weiß, wann ich sterben werde. Ja.
War nur Spaß. Ja, das hoffe ich doch. Also ich habe ihr den Spaß übrigens abgekauft. Ich dachte, sie meint es ernst. War schon ganz neugierig. Aber naja, jedenfalls wird man mich nicht ohne Kampf besiegen. Also werde ich dieses Video freigeben, wenn du nicht kooperierst. Okay, bezüglich meines Departments. Ich gehöre zu einer speziellen Untersuchungsabteilung, die man Abyss nennt. Ich habe doch keine Wahl. Und was ist das Abyss? Advanced Brain Investigation Squad. Ja, das Advanced Brain Investigation Squad und die Öffentlichkeit weiß nichts darüber. Wow, das ist ja cool. Du darfst niemandem davon erzählen. Ich verspreche, das mache ich nicht. Ich glaube kein Wort. Ich schwöre bei der ägyptischen Göttin Isis. Wie heißt du eigentlich wirklich? Willst du das wirklich wissen? Ja, es ist okay, wenn du es mir nicht sagen willst. Iris. Iris Sagan. Ich weiß, ein komischer Name, oder? Ein Flashback. Also offensichtlich hat Date irgendwann mal mit Iris im Sandkasten gespielt oder so. Stimmt irgendwas nicht? Nein, ist alles okay. Ja, da sind wir nochmal im Blumenpark. Mittlerweile 1:15. Wir haben nicht zu Mittag gegessen. Entschuldigung, bist du Kaname Date? Ja, das ist richtig. Und wer ist diese Frau? Sie ist eine wichtige Zeugin für diesen Fall. Was leider gelogen ist. Genau. Wir haben hier was zu erledigen. Okay. Iris konnte ihre Aufregung nicht verbergen und stürmte vor an den Tatort. Ja, ein Loch im Dach. Sky, okay, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt immer nochmal alles angucken. Aber ein paar Sachen will ich mal testen, ob sich was verändert hat. Ja, doch, so ein... das ist so eine Art Schaukelpferd hier, so ein mechanisches, wo man eine Münze reinwirft und dann kann man auf den Panda reiten. Ein schwarz-weißer Bär.
Ich werde jetzt aber nicht bestraft, oder? Hä, was? Wovon redest du? Ich bin genauso verwirrt wie Date. Nein, gar nichts. Ich denke nur gerade an ein Spiel, was ich gerne spiele. Also es sind schon andere Dialoge, die hier kommen. Date, dieses Pferd. Ja, das war ursprünglich mal in dem Lager in der Nähe. Da sind wohl ein paar Kinder eingebrochen und haben das hier so als Scherz so aufgestellt. Ist das eine Telefonzelle? Nein, das ist der Kontrollraum. Hier bedient das Personal das Kinderkarussell. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Ich komme mit ihrem Spaß nicht zurecht. Eine Metallstange. Haha, ich weiß genau, was du denkst, Date. Du würdest mich gerne an der Stange tanzen sehen, oder? Was zur Hölle, wo? Worüber redest du da? Warst du schon mal hier, Iris? Naja, als ich jünger war, aber nicht seitdem der Park geschlossen ist. Der Zutritt für Kawasaki ist ja eingeschränkt, also was heißt das? Ist da Betreten generell verboten, oder? Es dürfte eigentlich niemand hier sein. Der Vergnügungspark, Bloom Park, befindet sich im Herzen des Kawasaki-Distrikts. Und der wurde vor 8 Jahren geschlossen. Also es war ja schon, als wir in diesem Restaurant waren, habe ich das ja nicht ganz begriffen. Das heißt, diesen ganzen Bezirk, da wohnt keiner, da arbeitet keiner, der ist halt abgesperrt. Jetzt verstehe ich. Er wurde halt abgesperrt wegen eines Unfalls in einem Chemiewerk in der Nähe. Okay, das heißt, hier ist irgendwie der Boden verseucht oder so. Eine Explosion hat dafür gesorgt, dass viele chemische Schadstoffe das Gebiet kontaminiert haben. Die Regierung hat dann schnell Evakuierung angeordnet. Und jetzt verstehe ich das auch mit dem Restaurant, was halt direkt benachbart ist zu diesem Distrikt und deshalb wahrscheinlich jetzt wenig Kundschaft nur noch hat. Weil hier halt keiner mehr arbeitet. Und dann wurde dieser gesamte Distrikt als unsicher erklärt. Hier darf niemand wohnen. Und der Zugang wurde, ja, geschlossen. Und deswegen wurde auch der Blumenpark für immer geschlossen. Aber Kawasaki-Chikuへと至る全ての道路を警官が見張ってるわけじゃない。Aber Zugang gesperrt bedeutet ja nicht viel, wenn es nicht genügend Polizisten gibt, die da patrouillieren. 抜け道ならいくらでもあるし、対岸から船で上陸することも可能だ。Es gibt immer noch genügend Zugänge. Man kommt sogar mit dem Boot hierhin. 避難勧告を無視してここに居座り続けてる連中もいるしな。 Es gibt sogar Leute,
die Evakuierungsorder ignoriert haben und hier immer noch wohnen. Und geht's denen gut? Das weiß ich nicht. Aber falls es denen nicht gut geht, dann ist es ihre eigene Schuld. Sind wir denn hier sicher? Ja, ich würde dann schon mal nichts anfassen hier und vor allen Dingen hier nichts draußen essen. Ja, wir sind sicher. Die Dekontamination in diesem Gebiet ist quasi abgeschlossen. Die chemische Konzentration ist nicht groß genug, um dich zu verletzen. Du könntest sogar einen Marathon laufen und wärst in Ordnung. Aber man darf hier trotzdem nicht rein, oder? Ja, vom Gesetz her nicht. So bleiben denn zumindest die Medien außen vor. Und ich bin froh, dass es ruhiger ist als normalerweise. Was machst du da überhaupt, Iris? Ich habe versucht, Hinweise zu finden. Ja, sie ist ein Naturtalent als Detektiv, was? Date, war der Körper hier auf diesem Pferd? Ja, genau, auf dem. Das sieht für mich so ein bisschen wie Ritualmord aus. Versucht sie uns jetzt etwa auf eine falsche Fährte zu locken? Vielleicht ein religiöser Kult, der sie dem Teufel opfern wollte oder so. Sie haben das Ritual hier durchgeführt. Das ist absoluter Blödsinn, Iris. Schattenhafte, verhüllte Figuren gehen hier im Kreis. Und eine nach der anderen erdolcht sie denn. Ja, an Vorstellungskraft mangelt es dir ja nicht, aber hast du auch irgendwelche Beweise dafür? Ja, das habe ich. Ja, lass mal hören. Bevor wir das machen... Nein, doch, machen wir mal. Du verschwendest hier deine Zeit. Na, Iris, Hey Iris, ich weiß nicht, was du hier vorhast, aber du verschwendest deine Zeit. Wie meinst du das? Die Polizisten haben diesen Ort ja bereits untersucht. Sie haben keine Spuren entdeckt, nicht einen einzigen Hinweis. Wenn doch, dann hätten sie Aiba informiert. Aiba ist mein Partner. Dein Partner? Ich kann aber niemanden sehen. Sag mal, Date, warum informierst du Iris eigentlich über alles? Ich traue ihr überhaupt nicht. Sie ist direkt vor dir. Oder auch direkt vor mir. Warum glaubst du, dass es ein Ritualmord war? Naja, diese Pferde, Horse,
Horus と語感が似てるじゃないですか。Horus klingt wie Horus. Ah? Ja, wovon redest du denn? Ja, von dieser ägyptischen Gottheit, da scheint sie ja Fan von zu sein. Shirimasenka? Du kennst Horus nicht? Horus ist ein ägyptischer Gott, der in den Ägypten erscheint. Horus ist der ägyptische Gott des Himmels und der Sonne. Und das rechte Auge ist das Auge von Ra. Und das ist die Sonne. Oh, jetzt spielen Augen auch noch eine Rolle. Vielleicht hat sie ja doch den einen oder anderen interessanten Hinweis. Das linke Auge wurde ja ausgestochen. Das linke Auge ist das Auge von Vedjet. Und das ist der Mond. Und den Namen Vedjet haben wir schon mal gehört. In der Traumsequenz. Da wurden Vedjets erwähnt. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Naja, also linkes Auge für den Mond. Es ist die gleiche Idee hinter dem Auge von Providence. Das Auge von Providence? Das allsehende Auge. Ach, hier das Illuminatenzeichen, oder was ist das? Ah, ich verstehe. Das, was auf der Rückseite einer 1-Dollar-Note ist. Und wir haben doch in dieser Kiste drei Sachen gefunden und eins davon war eine 1-Dollar-Note. Und da ging es vielleicht auch um dieses Eye of Providence. Ja, genau. Das Eye of Providence soll das Symbol der Freimaurer und der Illuminaten sein. Also, ergibt sich jetzt für dich langsam ein Bild? Ehrlich gesagt nicht. Ich erinnere mich dran, wie Ota die Szenerie beschrieben hat. Er sagte, es war ein Eispickel im linken Augapfel steckend. Also okay. Ich habe kurz überlegt jetzt gerade, wenn es sein kann, weil das Auge wurde ja vor dem Eintritt des Todes ausgestochen. Und der Eispickel wurde ja aber auch benutzt, um in den Torso einzustechen. Und dadurch ist das Opfer dann durch Blutverlust gestorben. Aber es kann natürlich sein, dass halt erst das Auge ausgestochen wurde, dann die Stichwunden im Torso gemacht wurden und anschließend der Eispickel nochmal wieder in die Augenhöhle gestoßen wurde. Also, Horus, Providenz, linkes Auge. Da muss doch eine Bedeutung dahinter stecken. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Wegen des Eispickels? Was denn? Der Eispickel war in der linken Augenhöhle des Opfers? Ja. Und das hat der Ota erzählt? Und er ist sicher, dass er das so gesehen hat? Ja, warum? Als wir in der Szenerie eintrafen, war der Eispickel nicht in der Augenhöhle. Wenn Ota also die Wahrheit erzählt,
Er hätte überhaupt keinen Grund, wegen so eines Details zu lügen. Jetzt ist es in der Realität natürlich so, dass sich Zeugen oft falsch erinnern. Aber das wird in dem Spiel natürlich nicht so sein. Das ist ja in Filmen nicht so, in Büchern nicht so. Und in diesem Spiel auch nicht so. Also wir können den Erinnerungen der Zeugen sicher vertrauen. Mizuki. Hat Mizuki... Ja, Mizuki muss denn wohl den Eispickel da rausgezogen haben. Okay, sonst hast du nichts zu sagen. Achso, das Pferd. Okay, gucken wir uns das Pferd einfach mal so an. Shokos Leichnam war hier festgebunden. Warte mal. Aiba, kannst du mir die frühesten Aufzeichnungen des Tatorts zeigen? Ja, was willst du damit? Shokos Todesursache war Blutverlust durch viele Stichwunden mit dem Eispickel. Da sollte es normalerweise jede Menge Blut geben. Ja, das stimmt. Aber auf dem Pferd finden wir nicht einen einzigen Blutstropfen. Und das war auch schon so, als wir hier ankamen. Stimmt, jetzt auf diesem Bild ist auch kein Blut auf dem Pferd. Das heißt, Shoko wurde erst umgebracht und später dann auf das Pferd gebunden. Korrekt, und es gibt auch keine Anzeichen, dass Blut weggewischt oder weggewaschen wurde. Das bedeutet dann... Okay. Letzte Nacht habe ich Mizuki in der Säule gefunden. Warum war sie dort drin? Ja, wir sollten jetzt gehen. Okay, dann gucke ich doch noch mal kurz. Was? Wahrscheinlich nichts Interessantes mehr hier. Also, wir gehen. Komm schon, noch ein kleines bisschen. Nein. Ich habe ohnehin schon genug Ärger, dass ich eine Zivilistin mit hierhin bringe. Na gut. Hey, alles klar mit dir? Ja, nur ein wenig schwindelig am Morgen. Was? War nur Spaß. Okay, einmal nach Hause tragen, ja. Ich frage mich, wie viel du wiegst. Ist es nicht unhöflich, eine Dame das zu fragen? Ah, 105 Pfund. Das ist ein seltsames Verhältnis zwischen den beiden. Dein Rücken ist so warm, Date.
Also die kennen sich wahrscheinlich schon ein Leben lang. Und er wahrscheinlich, als sie ein kleines Kind war, hat er sich schon auf dem Rücken getragen. Wie geht es dir? Ah, schrecklich. Sogar. Schade. Hey, du könntest dir ruhig mehr Sorgen um mich machen. Ja, dir scheint es jetzt ja besser zu gehen. Vielleicht schauspielerisch ja nur. Ja, dir traue ich alles zu. So, Ami. Nein, ich glaube nicht, dass du geschauspielert hast. Und was ist, wenn ich mich jetzt hier übergeben muss? Dann würde ich das Resultat wieder dahin bringen, wo es herkam. Oh, jetzt muss ich mich wirklich übergeben. Iris öffnete das Fenster. Das dauert. Warte, im Ernst? Nein, aber mir ist irgendwie warm. Die derzeitige Temperatur ist 70 Grad Fahrenheit, Luftfeuchtigkeit 60%. 70 Grad Fahrenheit muss ich mal eben kurz umrechnen. Das sind ungefähr 20 Grad. Also mal ganz grob. 20 Grad Celsius. Ja. Also vielleicht ist sie ja wirklich krank, unsere Iris. Und ich denke auch, dieser Chemieunfall wird hier noch irgendwie eine Rolle spielen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Hitze ein Faktor ist. Nee, Date-san. Hey, Date. Man sagt, wenn man die Hand aus einem Autofenster hält, das 100 fährt, dann ist es ja so erregend, als ob man sich ein D-Körbchen anfasst. Warte, dir reißt noch der Arm ab. Hey, entspann dich, ich bin unbesiegbar. Mein Arm regeneriert sich wie der eines Aliens. Irgendwie lebt sie, glaube ich, in so einer Fantasiewelt. Hast du mir nicht erzählt, dass du bald sterben wirst? Es fühlt sich seltsam an. Deine Hand? Nein, das nicht. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir schon mal begegnet. Ja, das ist schön. Aber wenn du jetzt nicht langsam mal deine verdammte Hand in das Auto zurückbringst. Okay. Der Wind fühlt sich schön an. Ja, 3 Uhr nachmittags bei Iris Sagan zu Hause. Das gucken wir uns in der nächsten Folge mal an. Wir gehen nur einmal kurz rein. Du kannst reinkommen. Nein, nein, ist schon gut. Ich gehe wieder nach Hause.
Och, nö, jetzt gehst du schon wieder nach Hause. Ich verabschiedete mich und drehte mich dann um zu gehen. Aber aus dem Augenwinkel heraus ich überlege gerade, ob das die Wohnung aus unserem Traum ist. Ist das Ihres Mutter? Wahrscheinlich. Wir erfahren es morgen. Also bleibt dran, bis dann. Tschüss.